Es müssen 15 sein. Wow. Wow. Heftig. Völlerei. Bei der Völlerei handelt es sich gemäß Definition um ein üppiges und unmäßiges Essen und Trinken. Bei übermäßiger Hinwendung zu diesem Laster führt sie zu einem ausschweifenden und maßlosen Leben. Üblicherweise achten wir sehr auf unsere Ernährung, doch wir haben natürlich auch festgestellt, dass eigentlich weniger mehr ist. Besonders die Bewohner von Okinawa haben dieses Prinzip entschlüsselt. Harahachibu. Und das heißt grob gesagt, nur so viel zu essen, bis der Magen bis zu 80% gefüllt ist. Und diese Methode wirkt sich nachweislich positiv auf die Gesundheit aus. Doch heute wollen wir genau das Gegenteil machen. Wir geben uns der Völlerei hin und wir beschreiben dann ganz genau, wie wir uns davor und danach fühlen. Wir werden folgende Parameter mittels technischer Gadgets messen. Und anhand einer Selbsteinschätzung. Energielevel 10. Stimmung 10. Körpergefühl 10. Puls und Stresslevel 10. Dein Energielevel 9. Deine Stimmung 10. Und dein Körpergefühl? 8. Dein Puls? Stress. Okay. Ach, was tut man denn nicht alles für euch? Schon die Bestellung fühlte sich reichlich seltsam an. Denn wann lässt man sich denn schon 15 Cheeseburger liefern? Wir wussten ganz genau, was auf uns zukommen würde. Dennoch breitete sich eine Mischung aus Freude und Ungewissheit aus. Können wir diese Burger bezwingen? Wir werden es herausfinden. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Okay. Aha. Es ist wichtig, dass man das hier wegnimmt, weil da ist nicht der gute Stuff, sondern hier ist der gute Stuff. Bam! Nächster. Moment, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Burger, okay. 5, nächster. Okay, zu beachten, es sind ja nur Oberteile drin, okay, nur Oberteile. Oh mein Gott. Ah, okay, der ist mal anders gebaut. Hier wurde Ketchup auf die Unterseite geschmiert. Fail. Bereust du es schon? Ja, eindeutig. Und einer noch für den Turm. Für den Kaiju. Oh, das ist die Unterseite übrigens. Okay, bam. Und nun müssen wir dieses Monster in die Hälfte schneiden, oder? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, ich habe mich verzählt. Es müssen 15 sein. Es sind 15, ganz gewiss. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja. Okay, mit diesem Messer müssen wir es schaffen. Anders ist es nicht möglich. Wellenschliff. Oh mein Gott, wie soll das gehen? Es schwankt. Vielleicht müssen wir das in Etappen machen. Ja. Okay, ich glaube, es ist so nicht möglich. Es wird so leider nicht möglich sein, denn der Kaiju bewegt sich noch. Okay, wir machen es in Etappen. Mittlerweile habe ich alles angetatscht. Okay. Ja, das geht besser so. Sehr gut. Seht euch mal dieses Baby hier an. Ah ja, das ist gut. Das ist gut. Okay. Oh. Ja, gar nicht so leicht, aber wir schaffen es. Und nun bekommt jeder genau die Hälfte. Die Hälfte, es muss fair aufgeteilt sein. Das hier ist deine Hälfte und das ist die andere Hälfte. Wir teilen fein brüderlich. Okay? Ich habe genau in das, was? Das Ketchup gegriffen.
Kann ich nur jedem empfehlen. Kennst du WinRAR? Ja. Heftig. Aber in Zeiten wie diesen ist das okay. Eins, zwei und drei. Okay, weiter geht's. Wir wählen schon mal 1,44 zur Sicherheit. Okay. Aber ehrlich gesagt schmeckt mir der Burger noch immer. Ja, das ist ja das Interessante. Fett, Kohlenhydrate, wahrscheinlich auch andere Inhaltsstoffe, die süchtig machen. Das ist das Besondere. Das ist nicht meins. Das ist nicht meins, ey. Ein Cheeseburger. Wie viele Kalorien? Kilokalorien hat ein Cheeseburger. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, zu viel für die Nährwerte. Das heißt, hier oben wird jetzt sofort eingeblendet, ein Cheeseburger hat so viel Kilokalorien, 15, so viel. Heftig. Hier, sie lacht euch an. Ein Smile. Okay. Oh. Ich glaube, du bist selbst zum Kaiju geworden. Nee. Ich glaube, wenn ich den jetzt noch esse, dann muss ich mich übergeben. Ich glaube, ich lasse lieber gut sein. Das dürften gute 7 Burger gewesen sein. Ja, aber was ist, wenn du dich zusammenreißt? Du wirklich nochmal alles gibst, ja? Einfach ram, ram, ram. Sammel deine Kraft. Beiß, schluck. Es tut mir leid. Okay. Wie geht's dir? Der Kaiju ist nur mehr ein kleines Mönsterchen. Schaffst du's, dein Kopf ist schon rot, aber oh, es tut mir leid, ich glaube. Oh. Ich weiß es nicht, ich glaube, es ist nicht gesund, an diesem Punkt noch weiterzumachen. Ganz ehrlich gesagt, ist mir meine Gesundheit doch ein bisschen wichtiger. Wow. Okay. Nee, ich glaube, ich muss es bleiben lassen. Echt. Okay. Er hat's versucht. Er hat sein Bestes gegeben. Okay. Es ist okay, so wie es ist. Okay. Wir müssen jetzt unsere Parameter messen. Auf jeden Fall. Fangen wir mal an mit dem Energielevel. Okay. Energielevel. 4. 4. Ja. Wie ist es bei dir? Ich fühle mich so schlapp. Vielleicht eine 2. Ich könnte schlafen jetzt. Ich fühle mich taub. Sehr lethargisch. Okay. Ich mag mich gar nicht bewegen. Ja. Also keinen einzigen Millimeter. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich meine, ich sag mal so, die Stimmung ist auf 4 gesunken. 4. Wow.
Ich fühle mich irgendwie schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz so glücklich. Vielleicht die ersten paar Bisse. Ja, die ersten paar Bisse waren Wahnsinn. Euphorie. Wow. Euphorie power pur. Ich fühle mich, als hätte ich den ganzen Tag gearbeitet. Ja. Ja? Crazy. Ja. Crazy. Wahnsinn. Und der Körper möchte sich nur so einrollen. Er möchte so machen. Denn wenn man so macht, ist das sehr unangenehm. Oh. Okay, aber... Okay, mal sehen. Okay, messen wir. Wir schauen, was ist dein Puls? Das war ja nicht ohne. Okay, 101, oh mein Gott. Okay, 92. Okay, für das, dass wir nur gegessen haben und nur gesessen sind. Und wie sieht's mit deinem Stresslevel aus? Stress. Okay, na, da bin ich ja neugierig. Was sagt der Stresslevel? Oh, What? Okay. Nee, Moment, ich teste okay. Das nochmal, das kann nicht sein. Okay, 92, das ist auch schon etwas erhöht. Es kommt zum Ende und was kommt da? Okay. Call the ambulance. Okay. Wow. Heftig. Das hätte ich mir nicht gedacht. Seht euch das an, Leute. Hoher Stresslevel. Am Anfang war er niedrig. Es gibt eigentlich keinen Grund zur Aufregung und trotzdem hoher Stress. Denk erstmal Hände waschen. Nicht so. Be right back. Okay. Und jetzt mal ehrlich, würdest du das nochmal machen? Die Aufregung davor, die war echt irre. Die war super spannend. Ich war voller Erwartungen. Bloß jetzt, danach, ich werde nicht in nächster Zeit das nochmal machen. Okay, aber wir haben es geschafft. Yes, yes. Ab und zu Hedonismus ist voll okay, aber wenn es zur Gewohnheit wird, dann ist es wirklich mehr Qual als Genuss und trübt die Lebensfreude. Ich fühle mich gerade, als wiege ich 10.000 Tonnen. Okay, Mann, ich muss mich hinlegen. Ich bin weg. Ich muss mich hinlegen.